Herzlich willkommen bei Tutopis TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man bei einem iPad Mini das Glas bzw. den Digitizer wechselt. Übrigens, Ersatzteile und Werkzeuge findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Also lasst keine Zeit verlieren und direkt mal mit der Reparatur beginnen. Los geht's! So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das iPad Mini aus. Als nächstes nehmen wir einen gewöhnlichen Föhn und hitzen das Glas auf ca. 80 Grad, damit wir es einfacher vom Kleber lösen können. Mit einem flachen Werkzeug gehen wir jetzt unter das Glas und versuchen es vorsichtig vom Kleber zu lösen. Achtung, auf der oberen Seite befinden sich zwei Antennen, die ihr auf keinen Fall beschädigen dürft. Um das Glas besser lösen zu können, versucht es am besten seitlich abzumachen. Sobald ihr das Glas oben und an den Seiten abbekommen habt, müsst ihr noch die untere Seite lösen. Am besten einfach noch einmal den Föhn dran halten und das Glas anheben und einmal aufklappen. Achtung, das Digitizer Flexkabel ist noch damit verbunden. Am besten nehmt ihr eine Schere und schneidet es einfach ab, um besser arbeiten zu können. Anschließend müssen wir den kompletten Rahmen einmal von den ganzen Glassplittern und Kleberesten befreien. Als nächstes müssen wir auf einer Seite zwei Abstandshalter entfernen, um an die darunterliegenden Schrauben zu kommen. Hinweis, die Schrauben sind zusätzlich unter einem Klebeband versteckt. So, jetzt können wir die vier Schrauben des Displays entfernen. Achtung, das Display kann man nicht so einfach rausholen, da es festgeklebt ist. Erhitzt das Display leicht und dann müsst ihr mit ganz viel Gefühl versuchen, das Display anzuheben. Aber seid wirklich ganz vorsichtig dabei, denn das Display könnte sonst sehr schnell zerbrechen. Habt also Geduld dabei. Gefällt dir, was du gerade siehst? Dann hast du jetzt Zeit, mir einen Daumen nach oben dazulassen. Vielen Dank. Wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr das Display von rechts nach links aufklappen, um an die 15 Schrauben des Hitzeschutzes zu gelangen. Mit einer Pinzette oder einem anderen Werkzeug den Hitzeschutz anhebeln, entfernen und auf die Seite legen. Danach lösen wir ein Metallplättchen, indem wir die drei Schrauben entfernen. Wir klappen jetzt das Display wieder zurück, um an das abgeschnittene Digitizer Flexkabel zu kommen, einfach mit einem Plastiktool lösen. Jetzt können wir endlich mit dem Rückbau beginnen. Kleiner Hinweis für euch, ich empfehle euch das Glas zu kaufen, bei dem bereits die Kamerahalterung, die Klebestreifen, der Homebutton und der Digitizer Flexkabel vormontiert sind. Diese sind nicht viel teurer und ersparen einem eine Menge Arbeit. Verbindet jetzt das Digitizer Flexkabel, klappt das Display um und schraubt das Metallplättchen mit den drei Schrauben wieder an. Als nächstes bringen wir den Hitzeschutz an und schrauben ihn fest. Anschließend das Display anbringen und mit den vier Schrauben befestigen. Achtung, vergiss nicht, die magnetischen Abstandshalterungen wieder an der richtigen Position anzubringen. Bevor wir jetzt das Glas anbringen können, müssen wir kurz prüfen, ob alles funktioniert, denn später, wenn das Ganze bereits verklebt ist, geht es nicht mehr so einfach ab, ohne dass man es beschädigt. So, jetzt noch das Glas anbringen und fester andrücken, damit eine gute Verbindung zwischen Glas und iPad entsteht. Und das war's auch schon. Jetzt sollte euer iPad Mini wieder aussehen wie neu.
So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Auf dieser Seite kommt ihr zu weiteren Reparaturen zu einem Gerät und auf der anderen Seite findet ihr weitere Reviews auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Media, auf denen ich vertreten bin, direkt unter mir, könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.